blicken wir aber einmal weiter auf die Aktien-News der Woche. Ja, schauen wir uns mal ein, zwei Aktien an. Wir haben da mal, ich glaube, vier, fünf Stück mal rausgepickt, die so ein bisschen besonders interessant waren in der letzten Woche. Es war ja wirklich sehr viel los. Fangen wir an, wir bleiben direkt auf dem asiatischen Markt oder direkt auf dem chinesischen Markt. Der E-Commerce-Riese Temu oder das Mutterunternehmen dahinter Pinduoduo hat mit enttäuschenden Zahlen die Woche gestartet. Zum Wochenstart am Montag brach das Unternehmen über 30% ein, nachdem man ja seine Quartalszahlen vorgelegt hatte. Es war der höchste Tagesverlust seit des US-Börsengangs im Jahr 2018. Das Unternehmen hat, ja, wie wir es hier sehen, fast 90% den Umsatz steigern können. Jedoch gab es das Kursdebakel, war so ein bisschen ja, die Reaktion auf das Bottomline, auf den Rückgang der Bottomline, das heißt der Rückgang der Gewinne. Man hat damit deutlich mehr gerechnet auf der Gewinnseite und auch auf der Umsatzseite, sodass die Aktie überdurchschnittlich ja, tatsächlich abverkauft wurde. Es gibt auch Probleme auf dem asiatischen Heimatmarkt. Man ist natürlich mit Temu in Europa und den USA oder Amerika tätig. Es gibt aber tatsächlich das asiatische Pendant dazu. Das spreche ich jetzt hier lieber nicht aus, sonst muss ich wieder nur rumschmunzeln. Da gab es tatsächlich, wie wir ja eben gerade auch schon so ein bisschen angesprochen haben, auf dem asiatischen Markt Probleme, was natürlich die US-amerikanischen Investoren oder auch die asiatischen Investoren nicht ja, einfach abverkauft haben am Ende. Die Aktie steht knapp 43 Prozent im Minus für dieses Jahr, ja, und steht absolut unter Druck, würde ich sagen. Lass uns weitergehen. Als nächstes haben wir dabei, klick gerne mal durch, Nvidia. Wir hatten ja eben schon kurz darüber gesprochen, die wohl wichtigsten Earnings, glaube ich, Der gesamten Earnings-Season, absolut, ja. Der gesamten Seasons, das Unternehmen, auf das alle anderen blicken, besonders die Investoren blicken, wurde tatsächlich nach den phänomenalen Quartalszahlen eigentlich, wir sehen das hier 122 Umsatz plus, Prozent Umsatz plus, wurden abverkauft. Um knapp 8% nach After Hours, wir sehen das hier auf der linken Seite. Nvidia, ein führender Hersteller von GPUs, das heißt von den Grafikkarten, die natürlich für die ganze KI-AI-Geschichte, künstliche Intelligenz, Zukunftstrends gerade mega gehypt ist. Die Aktie ist immer noch knapp 150 Prozent im Plus in diesem Jahr und hat auch im vergangenen Jahr 240% gemacht. Ja, und das Problem war so ein bisschen, ja, wie so häufig dann am Ende der Ausblick. Wir haben der Gewinn je Aktie und auch der Umsatz hat deutlich übertroffen. Der Umsatz konnte im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 100% gesteigert werden. Der Gewinn konnte mehr als verdoppelt werden. Also 2x konnte man da oder 3x konnte man da erreichen. Und das Problem, was die Anleger dann am Ende so ein bisschen gesehen hatten, war der Ausblick des Unternehmens. Man hat angekündigt, die Blackwell-Prozessoren, die jetzt in Q4 eigentlich ausgeliefert oder der Q4 beginnen sollten, ausgeliefert zu werden. Da gibt es möglicherweise leichte Verschiebung nach hinten, leichte Verspätung nach hinten, was natürlich bei der hohen Bewertung des Unternehmens und der hohen Erwartung, die Analysten und auch Investoren gegenüber dem Unternehmen hatten, natürlich sofort hart bestraft wird. Wir hatten hier am Ende einen Abverkauf von knapp 10%. Wir haben noch mal eine Grafik mitgebracht. Wie gesagt, das war einmal der schlechte Ausblick von dem Unternehmen, die Ja. Lieferschwierigkeiten. Und zum einen, das zeigt die folgende Grafik, die wir einmal mitgebracht haben, hat man quasi die Quartalzahlen oder die Gewinne und Umsätze, Top- und Bottomline, wurden deutlich übertroffen. Allerdings die Differenz zu dem, was der Markt erwartet hat, ist deutlich niedriger. Und das zeigt einmal diese Grafik. Tom, willst du noch mal näher drauf eingehen? Ja, genau, man sieht jetzt hier ganz schön auf der linken Seite oder auf der grünen Seite die Earnings Surprises und auf der orangenen Seite die Revenue Surprises, das heißt die Gewinnüberraschung und die Umsatzüberraschung. Und wir sehen hier ganz schön, wir hatten hier im Q2 24, wir haben hier natürlich ein verschobenes Geschäftsjahr, wir sind ja noch nicht im Q2 25, wir rechnen also immer genau ein Jahr zurück. Sehen wir ganz schön, dass besonders im vergangenen Jahr, also genau vor einem Jahr, hat das Unternehmen tatsächlich damit ja seinen Erfolg so ein bisschen ja, angekurbelt und man hat ja am Ende damit begonnen, die Erwartung der Analysten deutlich zu übertreffen in den folgenden Quartalen. Und jetzt sieht man, seit diesem Peak im vergangenen Jahr schwächt das immer weiter so ein bisschen ab. Und die Erwartung ist natürlich jetzt dabei, wenn man diese
diese Entwicklung weiter fortschreibt, dass man im nächsten, übernächsten Quartal vielleicht das Risiko hat, dass man die Erwartungen, die extrem hohen Erwartungen, die natürlich der Börse gegenüber Nvidia gestellt werden, nicht mehr übertreffen kann und dass es dann natürlich so ein bisschen ja, wackelt an den Gesamtbörsen und nicht nur bei Nvidia. Alles klar, das zu ausgeben.